Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Beantwortung der Frage, was ist Psychologie? Der Begriff Psychologie besteht aus den beiden griechischen Wörtern Psyche und Logos. Die Übersetzung von Psyche lautet unter anderem Seele, Leben und Hauch. Und Logos hat unter anderem die Bedeutungen Lehre, Wissenschaft und Wort. Jeder Mensch hat Vermutungen, warum man selber oder andere Personen etwas erleben oder ein bestimmtes Verhalten zeigen. Derartige Ansichten werden in der Regel nicht wissenschaftlich begründet. Derartige Ansichten werden dann als Alltagspsychologie bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen definiert. Wissenschaft besteht letztlich unter anderem darin, Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen ausfindig zu machen. Wissenschaftlich tätige Menschen müssen beharrlich und systematisch vorgehen, um zu begründbaren Ergebnissen gelangen zu können. Beharrlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man sich nicht mit vorschnellen und angeblich richtigen Antworten zufrieden gibt und versucht, möglichst ausdauernd zu arbeiten. Systematisch ist dann eine Forschung, wenn mit Sorgfalt die Forschungsfrage und die Forschungsmethoden wie beispielsweise Experimente und Befragungen gewählt werden. Unter einer Forschungsfrage versteht man alle jene Fragen, die mit Hilfe der eigenen Forschungstätigkeit beantwortet werden sollen. Das Verhalten eines Menschen ist, im Gegensatz zum Erleben, von außen durch Fremdbeobachtung beobachtbar. Aussagen von Psychologinnen und Psychologen hinsichtlich des Verhaltens sind dementsprechend leichter überprüfbar als zum Beispiel jene aus dem Bereich der Gefühle. Besonders präzise Aussagen über die Psyche können unter anderem mit Hilfe der Begriffe des Grundmodells der Verhaltenserklärung der beiden Psychologen Hans Nolting und Peter Paulus gemacht werden. So wird beispielsweise das Erleben auch als innerer Prozess bezeichnet. Dem Erleben können die Bereiche der Emotion, Motivation, planendes Denken, erfassendes Denken und Wahrnehmung zugeordnet werden. Nähere Informationen zum Grundmodell der Verhaltenserklärung finden sich in der hier gezeigten Abbildung. Erleben ist von innen, nur durch das Individuum, also durch den einzelnen Menschen, in Form der Selbstbeobachtung möglich. Von außen ist eine Beobachtung des Erlebens nur in indirekter Weise möglich. Beispielsweise durch Aussagen der Menschen, Interpretation ihres Verhaltens und eine Untersuchung des Gehirns, zum Beispiel mit der Magnetresonanztomographie. In der Psychologie beschäftigt man sich mit dem gesamten Erleben und Verhalten der Menschen während ihres gesamten Lebens. Somit können letztlich alle Menschen von den psychologischen Erkenntnissen profitieren, wenn sie sich mit diesen auseinandersetzen würden. Hier nur eine kleine Auswahl möglicher Anwendungsbereiche oder Fragestellungen. So stellt sich die Frage nach dem Einfluss des Erziehungsstils und diese Frage hat eine große Bedeutung im Bereich der Erziehung. Die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit hat eine große Bedeutung für den Umgang mit Straftäterinnen und Straftätern. Und die Frage nach der Unterscheidung von normal und krank ist ebenfalls eine wesentliche Fragestellung der Psychologie. Der Begriff Empirie hat unter anderem die Bedeutungen Erfahrung und Erfahrungswissen. Psychologische Aussagen haben dann eine besonders große Gültigkeit und Aussagekraft, wenn diese empirisch abgesichert werden können. Dies ist dann der Fall, wenn berechtigte Hinweise aus Experimenten, Beobachtung und Befragung vorliegen.